bin nicht die richtige Ansprechperson, wenn du dir ein koscheres Wort tätowieren lassen möchtest. Ich achte sehr stark darauf, welche Assoziationen und Bilder im Kopf eines Menschen entstehen, wenn er oder sie dieses Wort hört. Und das ist bei Deutschen bzw. Österreichern und Koreanern unterschiedlich. Stärke, mentale Stärke heißt Jongsinyok und die physische Stärke heißt Him. Ich würde zum Beispiel auch nie das Wort Empathie tätowieren lassen, obwohl es auf den ersten Blick ein sehr edles Wort ist, weil es gibt ja mehrere Arten von Empathie und die emotionale Empathie bedeutet, wenn jemand leidet, leidest du genauso mit. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich will nicht leiden, ich möchte verstehen können, dass es jemand schlecht geht. Und wenn ich mir ein Tattoo machen lasse, ich glaube, ich würde es mir in Korea machen lassen wollen, weil der Tattoo-Artist in Korea weiß, wie man es richtig schreibt, ob das jetzt seitenverkehrt tätowiert ist oder nicht. Und er weiß auch gerade, was heutzutage modern ist und was Koreaner damit assoziieren.